Willkommen zurück zu Deponia. Mal wieder nach dem abrupten Abbruch vom letzten Mal wollen wir heute schauen, wie weit wir kommen. Wir hatten erschreckenderweise schon rausgefunden, ja, dass dieser Captain da der Papa von Rufus ist. Und haben dazu noch erfahren, dass wir da in ein exklusives Restaurant gehen können. Geheimtüren in Bücherregalen Volume 1. Geheimtüren in Bücherregalen Volume 2. Puh, diese Bibliothek ist die reinste Platzverschwendung. Als echter Gentleman lese ich viel. Als echter Blablabla. Das ändert nichts daran, dass das Regal groß und hässlich ist. Außerdem ist es hier viel zu dunkel zum Lesen. Das stimmt wohl. Ich sollte mir bei Gelegenheit einen neuen Kristallkronleuchter leisten. Aber vorerst werden es wohl auch ein paar Kerzen tun. Ich brauche Kerzen. So. Hier, Rufus, sei so gut und bring dieses Memo zum Bedienstetenbriefkasten. Für wen hält er sich? Für mein... Egal. Ich bin auf jeden Fall nicht sein Laufbursche. Dafür, dass du nicht sein Laufbursche bist, hast du jetzt trotzdem die Notiz eingesteckt? Komm, wir gucken uns mal noch das Goldfischglas an. Finger weg von den Zierfischen. Ich wollte sie nur mal streicheln. Ich sagte nein. Ach, Menno. Von wegen Luxusvilla. Hier haben sich sogar schon Parasiten eingenistet. Das ist mein Aquarium. Ich sammle seltene Zierfische. Selten dämliche vielleicht. Und mickrig sind sie auch noch. Ich müsste sie tatsächlich mal wieder füttern. Ich brauche Brotkrumen. So. Wirklich? Von wegen Luxusvilla. Hier ist ja die ganze Wand offen. Das nennt man Panoramafenster, Rufus. So habe ich immer den gesamten Schwarzmarkt im Blick. Dafür zieht es wie Tigerfischsuppe. Das sollte die Bodenheizung eigentlich ausgleichen. Ich brauche Kohle. Ach, So. wer braucht das nicht? Okay. Noch irgendwas, was wir anfassen können? Noch irgendwas, wo wir was weg scheinbar, ja. Gut, dann gucken wir uns Von das auch wegen noch an. Luxusvilla. Hier wuchert ja bereits das Unkraut. Das sind Blumen, Rufus. Die lasse ich mir als Schmuck aus dem Garten bringen. Dieses hässliche Gemüse? Sie könnten tatsächlich mal wieder etwas Wasser vertragen. Ich brauche Wasser für die Blumen. So. Sonst noch was? Kannst du eigentlich gar nichts alleine erledigen? Dafür habe ich meine Bediensteten. Wischen die dir auch den Hintern ab? Oh, da bringst du mich auf eine Idee. Bitte? Jetzt hör Ich doch mal auf zu brauche kritzeln. Sag mal, merkst du gar Klopapier. nicht, dass dir das überhaupt keine Zeit spart? Im Gegenteil, du bist die ganze Zeit nur am Nachrichten schreiben. Nicht in diesem Ton, junger Mann. Oh, Entschuldigung, Sir. Na toll, jetzt habe ich den Faden verloren. Was wollte ich gleich schreiben? Ah, ich hab's. Ich brauche den Faden. Welchen Faden? Und ich dachte, er braucht Klopapier. Ja gut, scheinbar doch nicht. Blumen. Ja, das ist jetzt. Was war das? Ja gut, dann halt. Der Poki hat noch was zu sagen. Oh ja, Captain Seagulls Villa an der Spitze des schwimmenden Schwarzmarktes. Das ist natürlich nicht nur ein sehr schönes Setting, sondern auch natürlich eine große Überraschung, sowohl für den Spieler, aber tatsächlich eben auch für unseren Rufus. Die wenigsten wissen ja, dass wir hier uns so einen kleinen produktionstechnischen Kniff erlaubt haben. Und haben Rufus nicht im Vorfeld in Kenntnis gesetzt, dass wir halt auch seinen Vater für Deponia verpflichtet haben.
und haben hier quasi direkt während der Produktion, also während diese Szene programmiert wurde, haben wir halt ihn überraschend in diese Szene gejagt und es war also für ihn genauso überraschend, wie es jetzt für den Spieler war, damit wir ein möglichst authentisches Erlebnis herstellen konnten. Ich finde, dass dieser Kniff von uns einfach hervorragend funktioniert hat, weil dieses Familienzusammentreffen wirklich sehr rührend, also genauso rührend geworden ist, wie ich mir das immer vorgestellt habe. Aha. Ja, also zunächst mal, ich war eher geschüttelt als gerührt. Ich war total am Ende. Ich war so am Arsch. Ich fand das so scheiße, ja. Aber dann habe ich mir später auf dem Nachhauseweg habe ich gedacht, ach komm, endlich in Stimmung, du alter Sack. Das gab es schon oft. Also Cary Grant hat sich bei Hitchcock auch immer beschwert, dass er gar nicht versteht, worum es in Der unsichtbare Dritte eigentlich geht, weil er die Drehbuchseiten immer erst bekam. Und bei Casablanca hatten sie das gleiche Problem. The Big Sleep mit Humphrey Bogart auch. Ich sitze da in einem Boot mit den Größten der Großen. Also ich habe mich da schon... Es ist okay, wir müssen da nicht mehr drüber reden. Viel schlimmer ist ja, das können die User auch nicht wissen, wir haben ja diese Szene im Kreativraum der Werbeagentur Redlefsen und Knöterich gedreht. Ah, ja. Und als ich da reinkam, habe ich mich so geschämt. Ich habe gedacht, hoffentlich schleicht keiner von diesen Werbern hier rum, weil ich Werbung ja total scheiße finde. Dann tauchte aber leider, als wir gerade fertig waren, kam da der Kontakt da um die Ecke. Es ist keine schöne Erinnerung, ganz ehrlich. Das sieht man auch in diesem Bild ja gar nicht, weil es hinten nur rechts um die Ecke ist, da hinten bei dem Flügel, da geht der Raum ja noch weiter. Da ist noch so eine kleine Abseite, so ein kleiner Verschlag gewesen mit so einer Tür, die man zuschließen konnte. Und da haben wir dann die paar Werber, die dann halt trotzdem, obwohl wir das eigentlich ja im Vorfeld angekündigt hatten, dass wir an diesem Tag da halt ganz alleine sein wollen. Ich hab doch noch gesagt, es riecht hier so komisch. Und habt ihr gesagt, nee, kann nicht sein. Ach so, das stimmt richtig. Das haben wir dir gar nicht gesagt. Nein, wir haben die halt... Habt ihr mich doch? Die waren ja nicht in der Wohnung, die waren halt in diesem Verschlag. Wir haben die halt da eingesperrt. Ja, aber das merkt man doch, wenn die in der Nähe sind. Okay, das merkt man doch, sagt er ja. Ja, das... Ja gut, ich muss sagen, so wirklich rührend lässt sich jetzt drüber streiten, um ehrlich zu sein. Aber okay. Linke Seite, Glatzmatz, der Gärtner. Ah ja, nö, da will ich jetzt aber nicht hin. Ich will erstmal... Wobei... Ach komm, wir gehen mal rein. Halt! Hier ist ein Baum. Hey! Finger weg von dem Baum! Okay. Was? Das waren nicht die Finger. Weil ich es mit den Füßen gemacht habe. Du Arsch. Du? Hier. Füße. Zack. Ach komm schon. Das war lustig. Oh je. Was ist passiert? Und warum fühlt sich mein Rücken plötzlich so an, als hätte jemand mit einer rostigen Harke das Wort Rache hineingeritzt? Na, muss der Stress sein. Okay. Kann man den wenigstens mitnehmen? Iha. Ich rühre grundsätzlich nichts an, was jemand Fremdes bereits im Hintern hatte. Dann wird's echt Zeit, dass du dir Handschuhe zulegst. Lose Erde habe ich genug im Mantel. Wenn ich mehr Erde brauche, sollte ich mir ein passendes Behältnis suchen. Haben wir ein passendes? Natürlich. Mach mal rein. Das ist zwar nur Dreck, aber auch nicht mehr als der Rest, den ich mit mir rumschleppe. Iha. So. Man weiß ja nie, wann man mal Erde gebrauchen kann. Ja gut. Nee, warte mal. Haben wir hier noch mehr? Ah. Da sind wir ja gerade rausgeflogen. Hochkant. Wo sind wir denn jetzt? Hier ist aber hübsch. Und überall Nester. Grußkarten. Schnabeltier, Schnabeltier, ich wünschte, ich wäre heute bei dir. Quatsch mal den mal an. Willkommen im Schnabeltierparadies. Was kann ich Schnabelhaftes für Sie tun? Was
zum Kuckuck ist denn das hier bloß für ein Laden? Es ist ein Souvenirshop. Wir haben alles, was das Touristenherz begehrt. Schnabeltier-Grußkarten, Schnabeltier-Pralinen, Schnabeltier-Mützen, Schnabeltier-Rückenkratzer, Schnabeltier-Schmuck, kleine Schnabeltier-Repliken für den Kamin, Schnabel-Kuscheltiere, T-Shirts mit lustigen Schnabeltiersprüchen und Musik-Datasetten mit Schnabeltierlauten. Tja, da bleibt kein Wunsch offen. Alles ganz schnabeltierhaftig. Kann es sein, dass du Schnabeltiere magst? Sieht so aus, hm? Schnabeltiere sind meine Lebensgrundlage. Wenn man weiß, wo man sie findet, kann man ein kleines Vermögen verdienen. Indem man Rückenkratzer an Touristen verkauft? Du hast ja keine Ahnung. Aber ich beliefere zum Beispiel auch das Schnabeltier-Restaurant. Und außerdem bin ich Buchhalter für Schnabeltierkampfwetten und Leiter des Schnabeltierclubs. Schnabeltiere sind sogar die Inspiration für meine Poesie. Du schreibst Schnabeltiergedichte? Ja, hauptsächlich für Grußkarten. Sie werden aber auch wöchentlich in der Schnabeltier-Daily abgedruckt. Gemein. Ich meine, Schnabeltiere mögen, aber alles aus Schnabeltieren gemacht. Hast du auch irgendwas, das nicht aus Schnabeltieren gemacht ist? Naja, die Schnabeltierstatuen sind aus Ton. Aber ich benutze Schnabeltierwachs für die Lackierung. Was sind das für Grußkarten? Das ist Poesie. Schnabeltierpoesie. Also, wenn du mal Zeit hast, musst du mir unbedingt mal was von deiner Dichtkunst vortragen. Na, dann schnall dich mal an. Hier kommt jetzt der Klassiker. Ich bin hier. Du bist hier. Schnabeltier. Wow, ich fühle mich auf einmal so... Erleuchtet? Ein? Bewegt? Müde? Du belieferst auch das Schnabeltier-Restaurant? Ja, man kann viele leckere Gerichte aus Schnabeltieren machen. Und wenn es mal einen Engpass gibt? Oh, das wäre eine Katastrophe. Das Restaurant müsste seine Karte komplett umstellen. Aber so weit wird es nie kommen. Auf dem schwimmenden Schwarzmarkt gibt es überall unbewachte Nester. Was meinst du mit unbewachte Nester? In jeder Generation gibt es ein ganz besonders böses Schnabeltier, das Nest des Rudels bewacht. Was können die schon groß machen? Nach deinen Fingern schnappen? Ich sag's dir, das sind richtige Biester. Reißen die sich etwa auch durch Handschuhe? Und Suspensorien. Wenn du dich für Nestwächter interessierst, Clubmitglieder können alles Wissenswerte über sie in der Schnabeltierfibel nachlesen. Juhu! Ich möchte auch in den Schnabeltierclub. Was hat es mit diesem Schnabeltierclub auf sich? Das ist eine tolle Sache. Als Mitglied bekommt man immer brandheiße Informationen aus der Welt des Schnabeltiers Freihaus. Man erfährt als erster alles über das Wunder der Schnabeltierbrut und kennt schon vor Wintereinbruch die Routen der Schnabeltierwanderung. Außerdem wachsen einem Federn am Bürzel. Schnabeltiere haben weder Federn noch Pürzel. Als Clubmitglied wüsstest du sowas. Jedes Mitglied bekommt bei Eintritt die neueste Ausgabe der Schnabeltierfibel. Ich habe Probemitgliedsausweise in den Glückskeksen des Restaurants versteckt. Mit etwas Hilfe von Fortuna kannst selbst du in den engeren Kreis der Schnabeltierfamilie aufgenommen werden. Wenn Fortuna sich wirklich mit so einem Mist beschäftigt, erklärt das meine Pechsträhne in letzter Zeit. Hey. Was kannst du mir noch alles über Schnabeltiere erzählen? Eine Menge. Aber das würde den ganzen Tag dauern. Und das will niemand. Wenn du Mitglied im Schnabeltierclub wärst, würdest du von mir die Schnabeltierfibel bekommen. Da könntest du dann alles selber nachschlagen. Mhm. Ach ja, das Leben könnte so schön sein. See you later, Alligator. Hell yeah, Schnabeltier. Oh yeah. An diesen Screen habe ich sehr schöne Erinnerungen. Und zwar eigentlich an das komplette Team. Ich sehe, wenn ich diesen Screen angucke, sehe ich das komplette Team. Und jeder hat so seinen Beitrag dazu gegeben. Und zwar war das ja noch das Team von vor, schieß mich tot, vielen Jahren. Und natürlich sehe ich den Micha da drin, der halt irgendwie den Hintergrund gezeichnet habe. Ich sehe halt die Animatoren, die Skripter, die das gemacht haben. Aber ich sehe auch ein paar Gestalten in diesem Screen auftauchen, die sich herausgetan haben, die normalerweise gar nicht in dieser Rolle für ein Projekt arbeiten. Zum Beispiel erkenne ich dort den Dome, der leider auch schon länger nicht mehr bei uns arbeitet, aber damals war er im Marketing bei uns und einer der ersten Dedelics in der Marketingabteilung und seines Zeichens auch der Cousin von dem Marco Hüllen, der uns lange Jahre, Jangelare begleitet hat im Marketing
und halt auch immer die bescheuertsten Ideen hatte, von denen man die meisten tatsächlich nicht für ein Spiel verwenden wollte, wenn man keinen Ärger mit der Polizei haben wollte. Aber er sagte, Boki, du musst einen Schnabeltiertrapper machen. Dann habe ich einen Schnabeltiertrapper gemacht. Er sagt, ich will einen Schnabeltiertrapper. Als er gehört hat, wir machen was mit Schnabeltieren, wollte er auch einen Schnabeltiertrapper haben. Ich habe einen gemacht. Eine andere Personalie, die halt sonst sehr eng mit Deponia verknüpft ist, und zwar Vorturner für alle Animatoren Gunnar Bergmann, über lange Zeit Animation Lead auf Deponia, Animation Lead bei Harveys Neue Augen, über lange Zeit auch nur deswegen, weil von Zeit zu Zeit die Simone höchstpersönlich in ihrer sonst so diversifizierten Aufgabe als Art Direktress selber auch diesen Job mit übernommen hat. Aber immer wenn sie es nicht konnte zeitlich oder weil sie selber zeichnen wollte, hat es der Gunnar übernommen. Genau, der dann später im weiteren Verlauf gar nicht mehr selber gezeichnet hat, sondern eigentlich nur noch unsere ganzen Trainee-Animatoren oder aber auch Freelancer-Animatoren und so weiter versucht hat zu jonglieren und dazu zu bringen, die Animation genau so zu machen, wie wir sie uns gedacht haben, wie sie die Skripte einbauen können. Der hat in diesem Screen eben einem Charakter mal wieder seine Stimme geliehen. Und ich muss ja sagen, dass tatsächlich Gunnar mittlerweile einer meiner Lieblingssprecher ist. Das haben wir mal ausprobiert seinerzeit. Oh, ist schon sehr lange her, dass das erste Mal war. Ich glaube, das erste Mal, dass wir es gemacht haben, war sogar für irgendein Wimmelbildspiel. Möglicherweise für das Shakespeare-Wimmelbildspiel oder so. Aber seitdem tritt er immer wieder für irgendwelche Rollen bei uns auf. Er hat zum Beispiel in Harveys Neue Augen auch gleich mehrere Rollen gespielt, die auch alle sehr gut gespielt hat. Euch wird er noch Erinnerung sein, zum Beispiel als der Polizist, der ja auch das Tutorial da macht. Eine hervorragende, John Cleese-ige, überspitzte Stimme. Und hier ist er tatsächlich der Angestellte in dem Fastfood-Laden. Also eine meiner Lieblingsrollen. Der Typ, der halt irgendwie, weil es einfach auch eigentlich total inhaltlich ist, total unnötig, dass ich den Typen, mit dem sich Rupert hier unterhält, immer wieder in den Keller gehen lasse und sich halt dort mit dem Dämonen, dem Maxudo, unterhält. Hat er hervorragend gemacht. Oh, Herr der Finsternis. Also manchmal machst du mir richtig Angst, Herr der Finsternis. Hervorragend. Okay. Hey, guck mal, ein Schnabeltier. Herr der Finsternis. Hier gibt es scheinbar nur Gerichte, die aus Schnabeltieren zubereitet sind. Das wird Lady Goal gar nicht gefallen. Dann müssen wir das wohl ändern. Stellkarte. Ich würde gerne etwas zum Mitnehmen bestellen. Na, auch gerne doch. Suchen Sie sich einfach etwas vom Menüplan aus. Ich will ja, warte mal, Glückskekse hat er gesagt, oder? Und, hallo, Poki. Ich weiß nicht, ob ich es erwähnt habe, aber ich mag Minigames. Dieses Minigames hat eine sehr lange Historie. In der Produktionskette wurde sogar schon angefangen, es zu designen, bevor die eigentliche Produktion von Deponia 1 losging. Wenn mich nicht alles juckt und täuscht. Und zwar hat damals, ich hoffe, ich irre mich nicht und tue irgendjemand anderen, der dran gesessen hat, großes Unrecht. Ich glaube, in der ersten Form hat dort noch der gute Ulf dran gesessen. Ein Kollege, der nur sehr kurz bei uns war, sehr leider, weil er doch insgesamt irgendwie im Herzen Diddelic war. Die Geschichte des Minigames beginnt aber eigentlich noch viel früher. Und zwar habe ich seinerzeit mal, wie es alle möchte gern Autoren in ihrer langen Laufbahn tun, einen Ordner auf meiner Festplatte gehabt, in der ich ein Dutzend grandioser Drehbucheinfälle angefangen habe zu Papier zu bringen. Also nicht zu Papier, sondern zu Word-Dokument. Da waren sehr vielversprechende Drehbuchentwürfe mit dabei, von denen ich kein einziges jemals wirklich komplett zu Ende gebracht habe. Oh. Einige aber sehr weit. Aber die Idee, dass halt jemand in einen Fastfood-Imbiss geht und halt durch die geschickte Manipulation der Sonderangebote miteinander und Kombination von diesen nachher sich ein komplettes Essen zusammenstellt, ohne auch nur einen einzigen Cent zu bezahlen, die stammt tatsächlich aus einer alten Drehbuchidee von mir, die da hieß Die Nacht der falschen Idole, wo es ebenfalls übrigens um Klone ging. Ich
glaube, es ging, es war so eine Art Roadmovie, wo zwei Leichenbestatter die Klone von Elvis und Jesus im Kofferraum hatten. Ich glaube nicht, dass ich das jemals noch zu Ende schreiben werde. Das war schon, im Prinzip war es lustig. Okay. Wir wollen den Glückskeks. Das. Können wir hier irgendwas tauschen? Ah. Yay. Oh, die können wir bloß zu zwei Getränken machen. Nicht. Dann zu einem großen. Nee, wir wollen ja nicht noch mehr. Wir wollen das weg. 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 Und den zu einem großen. Okay. Getränk. Cool. Das ist ja aufwendig. Hier ist doch gar nichts mehr. Ich hab kein Geld. Ich dachte, die Glückskekse sind kostenlos. Mäh. Große Bürger zu Getränk. Und das weg. Ja, puh. Das ist schlecht. Ich will den Keks. Ich muss doch nochmal. Die große. Das könntest du zu... Ja, nö. Das funktioniert doch gar nicht. Oder ein großes Menü. Den kannst du auch bis zu zwei kleinen machen. Nee, warte mal. Nee, das geht auch nicht. Das ist ja kacke. Ich will den Keks. Komm. Nur klein hier. Mach groß. Und den großen... Achso, das geht bloß dahin. Ja gut. Was? Nee, warte mal, das haut nicht hin. Das ist Mist. Den möchte ich kleiner und noch kleiner und weg. Beiden
zu einem großen. Den zu einem Getränk. Und dann klein und klein und 5 Cent übrig. Puh. Ja, Und was mache ich mit dem Keks? Ich will nicht das. Ich will auch nicht das. Das wäre natürlich ultra. War das hier? Oder geht das mit dem auch? Ultra große. Kleiner. Kleiner. Und weg. Den zu einer Cola. Klein. Nö. Doch. Yay. Und ey, warte mal. Klein. Die und das in einen großen und den in ein Getränk und das kleiner und kleiner und yay! Ist das Ihre Bestellung? Ja, wieso? Gut, das macht dann neue Slotty. Da gebe ich doch extra Trinkgeld. Sagen wir 30%. Bitte. Zu großzügig. Der Rest ist für Sie. Wir haben den Keks. Bin mal gespannt, ob mir mein sprichwörtliches Bastlerglück die Probemitgliedschaft im Schnabeltierclub geangelt hat. Das größte Glück ist, andere lächeln zu sehen. Verdammt, schon wieder eine Niete. Nee, oder? Ding. Einen Augenblick bitte, bin sofort bei Ihnen. Großer, allmächtiger Neptun. Ein treuer Diener hat ein neues Opfer für dich gefunden. Moginos, Aprixidur, Lumidon, Adrix. Oh Gott! Paladur, extra Käse. Ja, ja! Eigentlich ganz nett hier. Bin ich endlich. Entschuldigen Sie, dass es etwas gedauert hat. Kein Problem. Was kann ich denn für Sie tun? Extra Käse. Ich hätte gern dasselbe wie eben. Einmal wie immer. Kommt sofort. Echt? Awesome. So. Nochmal. Die größten Fische fängt man mit Geduld. Verdammt, schon wieder eine Niete. Einen Augenblick bitte! Was kann ich denn für Sie tun? Was hat es mit diesen Glückskeksen auf sich? Da bin ich mir auch nicht ganz sicher. Kein Problem. Hä? Das Opfer fragt nach den Glückskeksen, oh Herr! Melior Pansusex, Hadino Muror, Laduna, Laparidos, Lomentur. Genau. Hä? So, und schaut wieder zurück. Es handelt sich um eine kleine Aufmerksamkeit unseres Hauses. Wenn Sie Glück haben, gewinnen Sie sogar eine Probemitgliedschaft im Schnabeltierclub. Hurra! Ich hätte gern dasselbe wie eben. Einmal wie immer. Kommt sofort. Wer braucht eine Probemitgliedschaft im Schnabeltierclub, wenn er Gesundheit und Freunde hat? Verdammt, schon wieder eine Niete.
wieder. Einen Augenblick, bitte. Ich will die. Was kann ich denn für Gib Sie mir tun? Das. Nochmal. Ich hätte gern dasselbe wie eben. Einmal wie immer. Komm. Das kann. Das Glück ist mit den Anglern. Verdammt, schon wieder eine Niete. Will ich denn mit den Anglern? Ich mit den Keksen angeln gehen oder was? Einen Augenblick bitte. Was kann ich? Ja, komm. Gib ich hätte gern das. Einmal wie. Gib mir den Keks. Oh, nochmal. Hilfe, ich bin in die Glückskeksmaschine gefallen. Verdammt, schon wieder eine Niete. Einen Augenblick. Was kann ich? Nochmal. Ich hätte gern das. Ja. Bring den Glückskeks zum Angler, du Trottel. Verdammt, schon wieder eine Niete. Nett. Also soll ich wirklich mit den Angeln gehen? Oh, stimmt. Ich muss hier noch diese Memo wegbringen. Gut, wir brauchen einen Glückskeks. Einen Augenblick. Was kann ich? Ich hätte gern dasselbe. Dankeschön. So. Ich glaube, der Rest noch. Einen Augenblick. Was kann ich? Was haben Sie denn so? Was haben Sie denn so im Angebot? Nun, für das Restaurant gilt die Abendkarte. Hier am Takeaway-Schalter servieren wir hauptsächlich Schnabeltierburger. Ich hoffe, die sind nicht zu fettig. Ich will ja nicht meinen Astralkörper ruinieren. Aha. Oh, da werde ich lieber noch einmal nachfragen. Oh, großer Weiser McBulo! Das Opfer fragt, ob die Burger dick waren. Ravanek Kamcha, Ur, Bodenhaltung. Ach ja. Unsere Geschäftsführung möchte Ihnen versichern, dass wir für unsere Produkte ausschließlich die besten Zutaten verwenden. Und die wertvollen Vitamine stammen allesamt aus freilaufenden Salatblättern. Suchen Sie sich einfach etwas vom Menüplan aus. Sie können aus 3 Menüs wählen. Außerdem können Sie Ihre Auswahl noch verändern. Es steht alles auf dem Plan. Na gut, das haben wir ja schon schön gemacht. Ja, nee, noch nicht. Gibt's denn gar nichts außer Schnabeltieren auf Ihrer Abendkarte? Da muss ich kurz nachsehen. Warten Sie bitte einen Augenblick, ja? Ja, na klar, wir warten. Er fragt nach der Abendkarte. Was sage ich ihm denn jetzt? Prestominen, Polidur, Kolos, Verito. Verstehe. Nein, es tut mir leid. Solange wir noch einen gesicherten Nachschub haben, werden all unsere Speisen aus Schnabeltieren hergestellt. Okay. Gut, nee, dann wollen wir ja noch nicht. Romantisch haben Sie es hier. Romantisch haben Sie es hier. Finden Sie? Und ob? Die Aussicht, die Altstadt, fehlen nur noch die spielenden Kinder. Oh, einen Augenblick. Ja? Ich glaube, er hat uns durchschaut. Sind die fehlenden Kinder aufgefallen? Orum Deus Satina. Murmel, Schnurmel, schnabbel die aus. Manchmal machst du mir richtig Angst, oh Herr, das findest du nicht. Da bin ich wieder. Kann ich noch etwas für Sie tun? Erstmal nicht. Für mich erstmal gar nichts. Wie Sie wünschen. Ich habe alles versucht, oh Namenloser. Er wollte sich einfach nicht auf die Falltür stellen. Noctus Oren Pastidur. Ja, ich glaube auch, dass er gut kommt. Ein guter Service. Und ein bisschen unheimlich. Ey, guck mal, noch ein Ei. Bei dieser Kurbelrolle ohne Kurbel fehlt etwas. Nein. Aber was? Guck mal, wir haben eine Kurbel. Könnten wir... Nein. Nach oben. Nach Bellevue. Ach, gehen wir nach oben. Ja gut, aber... Die Eier packt da ja nicht an. Also werden wir uns diese Kurbel noch aufheben. Ich
weiß nicht warum, aber ich glaube, wir brauchen die noch. Wenn nicht, können wir sie ja immer noch anbringen. So, es wurde uns jetzt einmal deutlich. Gehen wir da runter? Haben wir noch Post wegzubringen? Können wir auch dann machen. Ich will den Mitgliedsausweis. Komm! Wir gehen zum Angler und holen uns diesen Mitgliedsausweis. Wo war der Angler noch vielleicht? Ich glaube ganz vorne, oder? Ja, hier. Hallo. Komm mal hierher, hier. Wir haben den. Bring den Glückskeks zum Angler, du Trottel. Machen wir doch glatt. Was soll das denn sein? Ein Glückskeks, wo du doch die ganze Zeit mit deinem ach so tollen Anglerglück prahlst. Vielleicht könntest du zur Abwechslung mal den Beweis antreten. Wenn's weiter nichts ist. Da hast du es. Ich habe gewonnen. Hurra. Was? Zeig her. Nichts da. Es ist mein Gewinn. Und ich wollte schon immer, Mitglied im Schnabeltierclub sein. Aber es war mein Keks. Ist ja schon gut. Hier hast du deinen bescheuerten Ausweis. Yay. Ich bin eh bereits Mitglied in diesem dämlichen Club. Bin echt? Mal versehentlich auf ein Rubbel losgefallen. Und lass mich ab jetzt mit so einem Unsinn in Ruhe. Okay. Aus Versehen auf ein Rubbel losgefallen. Hm. Ja, gut. Wir haben einen Schnabeltierausweis. Yay. Können wir uns ja jetzt das tolle Buch holen. Jaha. Hm. Ich muss gestehen, ich habe keine Lust, hier die ganze Stadt abzulaufen. Komm. Bellevue. Noch Marktplatz, Klein Venedig, Industriegebiet. Häppchen? Da hoch wollen wir. Wo? Dahin. In die Altstadt. Edgy Beach, guck doch mal. Gib mir das Buch. Ich bin jetzt Mitglied im Schnabeltierclub. Herzlichen Glückwunsch. Du bist jetzt offiziell ein Teil der Schnabeltiergemeinde. Muss ich mir die Haare rasieren oder Kutten tragen? Nein, aber du bekommst eine Gratiskopie der Schnabeltierfibel. Und das ist nicht verhandelbar? Bewahre sie gut auf. Sie könnte dir eines Tages dein Leben retten. Hm. Yay. Ich weiß zwar noch nicht warum, aber ich habe jetzt eine Schnabeltier. Gedöns. Konsultieren. Okay. Aha. Ja. Okay. Das kriegen wir doch wohl hin. Denke ich. Hoffe ich. Glaube ich. Lies mal. Die große Schnabeltierfibel. Dritte Auflage. Dann wollen wir doch mal schauen, ob was Nützliches drinsteht. Da. Hm, das hier ist interessant. Offenbar gibt es in jeder Generation ein Schnabeltier pro Gattung, das die Nester vor Räubern bewacht. Die Eier dieser Nestwächter werden vom Muttertier gut versteckt. Es gibt 4 Schnabeltiergattungen, also insgesamt 4 Nestwächtereier. Natürlich. Ich muss nur die 4 Nestwächtereier finden und ausbrüten. Dann landen die entsprechenden Schnabeltiere auch nicht mehr auf der Speisekarte. Und ich kann Goal endlich zum Essen einladen. Yay. Der Plan ist so bescheuert. Also so bescheuert, der muss einfach funktionieren. Ich hab bloß... Hier steht, dass Erdschnabeltiere ihre Eier im Erdreich verstecken. Wie gut, dass ich mich nicht auf einer Insel aus Treibgut befinde. Aha. Hier steht, dass Flugschnabeltiere ihre Eier an hochgelegenen Punkten verstecken. Das scheinen ja richtige Akrobaten zu sein, wie ich. Hier steht, dass Wasserschnabeltiere ihre Eier in Ufernähe verstecken. Na prima, dürfte schwer sein, auf diesem Stück Treibgut einen Ort zu finden, auf den das nicht zutrifft. Hier steht, dass Feuerschnabeltiere ihre Eier in heißen Geysiren verstecken. Geysire? Sowas gibt's hier doch gar nicht. Sag das mal nicht. Gibt es einen schöneren Screen als den Close-Up der Schnabeltierfibel? Ich denke nicht. Also ich mag sowieso Close-Up-Screens, auch wenn sie mal nicht im Rahmen eines Minigames stattfinden. Aber ich finde tatsächlich, diese Bücher, die hauen einen nochmal so ein bisschen aus der Welt raus, geben der Welt nochmal ein bisschen mehr Format und so weiter. Und natürlich Wissenswertes über Schnabeltiere und ihren Nachwuchs
nochmal nachlesen zu können, ist natürlich das Schönste. Also da bleibt kein Wunsch offen. Ein besonderer Augenmerk gilt hierbei allerdings der Tatsache, dass diese Schriftart, die Micha irgendwann mal angefangen hat zu entwickeln, weil wir gesagt haben, Deponia muss halt auch unübersetzt funktionieren. Also muss halt, wir wollen keine Schrift im Bild haben, die wir noch übersetzen müssen. Außerdem ist Deponia ja nun mal nicht die Erde. Also haben die auch nicht unseren Schriftsatz. Wir haben keinen lateinischen Schriftsatz. Da muss schon eine eigene Schriftart hin. Und da hat sich doch die findige Grafikerin... Oh, jetzt sage ich was Falsches, wenn ich sage, wer es war. Ich glaube, ich lasse es lieber, das zu sagen, weil ich glaube, ich tue denn, demjenigen, das wirklich war, Unrecht und derjenigen falsche Lorien und so weiter. Die hat sich die Mühe gemacht und dann diesen Schriftsatz zusammengetragen aus allen Screens und hat dann für sich entschlossen, welcher Buchstabe bedeutet denn jetzt eigentlich was, wie macht das am meisten Sinn, und hat daraus einen kompletten Schriftfont generiert, den man tatsächlich auch lesen kann, wenn man sich ein bisschen konzentriert. Und der natürlich wieder den Nachteil hat, dass ich jetzt jüngst auf Movie Tropes gelesen habe, wo tatsächlich unsere Spieler haben einen Eintrag bei Movie Tropes, dass da Content in der Übersetzung, Lost in Translation heißt der Eintrag, dass Content verloren gegangen ist, weil man nämlich in der deutschen Version tatsächlich die Buchstaben entziffern kann, in der englischen aber nicht. Oh. Tja, ist genau wieder das eingetreten, was wir eigentlich gar nicht wollten. Ja. Erdschnabeltiere schlüpfen beim ersten Bodenfrost im gefrorenen Erdreich. So ein Mist. Ich kann doch unmöglich den Wintereinbruch abwarten. Ja. Flugschnabeltiere schlüpfen im freien Fall vom höchsten Punkt ihrer Siedelstätte. Umständlich, aber auch irgendwie lässig. Wasserschnabeltiere schlüpfen. Bitte was? Im Maul von lebendigen Zebrafischen. Ekelig. Hier steht außerdem, Süßwasserfische sind. Dürfte schwer sein, hier welche aufzutreiben. Feuerschnabeltiere schlüpfen in loderndem Feuer. Das nennt man dann wohl ein angeborenes Gespür für dramatische Auftritte. Ja. Okay. Ja. Gut. Aber hey, ich meine, wir haben da ja schon ein paar Eier gesehen. Das hier oben zum Beispiel. Also gehen wir hoch. Gut, dann kommt unsere Kurbel doch gleich mal zum Einsatz. Da ist er. Spup. Kurbel. Eine Kurbel? Bei dieser Kurbelrolle ohne Kurbel fehlte eine Kurbel. Rufus, du bist ein Genie. So, dann kurbel mal. Schnapp dir das Ei. Laut Fibel ist das hier ein Flugschnabeltier-Ei. Cool. Genau so eins fehlt noch in meiner Sammlung. So. Vom höchsten Punkt seiner Brutstätte? Ja. Schmeiß es runter. Das Ei. Stand doch was von wegen aus dem höchsten Punkt seiner Brutstätte, bla. Schmeiß. Laut Fibel ist das hier die Brutstätte der hiesigen Flugschnabeltierkolonie. Aber ein Experte wie ich hätte den Unterschied auch so bemerkt. Okay, naja, dann tu das doch da rein. Das da laut rein. Fibel ist das hier die... Aber ein Experte... Weißt du... Wirf das verkackte Ei doch einfach hier rein. Laut Fibel ist aber ein... Laut Fibel ist das hier ein Flug... Tiri, meine Sammlung wächst. Ja.
Keine Ahnung. Naja, gut. Gehen wir mal weiter suchen. Ich meine, da unten liegt noch eins. Ja. Aha. Erdmännchenfalle. Tja, also. Was? Hey, stehen geblieben. Arsch. Ach komm schon. Ist das dein Ernst? So, aber jetzt. Du bist ein Penner. Komm schon. Oh nö, da habe ich jetzt gerade keinen Bock drauf. Bin ich ganz ehrlich. Wir wollten ja eh noch hier rüber. Hoffentlich haut er uns nicht nochmal. Gut. Grüß dich. Faden. Brot. Kohle. Nurne. Crane, der Dichter. Wasser, eine Kerze, Poki. Der gute Crane, einer meiner Lieblingscharaktere im ursprünglichen, in meinem ganz ältesten Konzept oder irgendwann mal in der langen, langen Historie der Entstehung von Deponia, sollte er mal der Bruder von Seagull werden. Da war aber noch nicht klar, dass ich Seagull inhaltlich anders belegen werde. Das erzähle ich jetzt noch gar nicht, weil das soll ja für euch eine Überraschung sein. Aber mir hat immer die Idee gefallen, dass da direkt unter der Villa von jemandem, der sehr viel Geld hat, jemand wohnt, der ganz wenig Geld hat und die beiden halt so eine ganz furchtbare, schreckliche Nachbarschaft pflegen. Und was mir besonders gut gefällt, ist, wie Micha hier halt den Hintergrund gestaltet hat. Crane hat halt so wenig in seiner Wohnung, dass er sich halt die Sachen, die er sonst noch zum Leben braucht, einfach an die Wand gemalt hat mit Kreide. Das ist so jämmerlich. Das ist auch keines weiteren Kommentars bedarf. Deswegen findet das auch in dieser Sache halt im Gespräch nicht statt. Aber obwohl Crane so wenig hat, ist dies ja ein Ausrüstungsraum. Man klaut hier gehässigerweise, kann man ihm ja im Prinzip ja die ganzen Sachen halt wegnehmen. Und was hat er denn da schon? Ein Faden, ein trockenes Stück Brot und natürlich die Asche von seiner Oma. Oh mein Gott, ist das gehässig. Aber das bringt mich wiederum zu dem Thema, dass wir ganz, ganz viel Ärger hatten in diesem Kapitel vom Spiel, eine Übersicht über die ganzen Items zu bekommen, die man aufsammeln kann. Und zwar hatten wir unglaublich viele Tabellen aufgestellt, in denen halt alle möglichen Items drin sind. Das waren natürlich viel, viel mehr als ins Inventar passen. Und wir mussten uns halt irgendwann überlegen, wir wollen kein Inventar, dass man scrollt, nur weil man irgendwo im Spiel möglicherweise halt irgendwie ein Item mehr haben kann. Natürlich wollten wir dann ein passgenaues Inventar haben, wo genau die 25 Gegenstände reinpassen, die man halt maximal gleichzeitig haben kann. Und hatten das halt mehrfach durchgerechnet und haben dann gemerkt, ja genau, 25 reichen. Dann hatten wir uns verrechnet und dann haben wir gesehen, ah ja, Moment mal, diese beiden Items kann man ja doch wieder nicht gleichzeitig haben, weil das eine muss man ja schon ausgegeben haben, um das andere zu bekommen und so weiter. Da muss man ja ganz alle Items quasi in Beziehung setzen. Und hatten dann im Endeffekt doch noch was übersehen. Oder es kam ein Item dazu, ich weiß es gar nicht mehr. Und Alex kam dann, und da war das Inventar natürlich schon längst fertig. Und wir waren schon längst mit dem ersten Teil fertig. Und das Inventar im zweiten Teil sollte ja genauso aussehen wie das im ersten Teil. Und dann, da ist uns dann aufgefallen, scheiße, wir haben einen Inventargegenstand zu viel. Das ist zwar sehr, sehr unwahrscheinlich,
dass der Spieler durch den ganzen schwimmenden Schwarzmarkt läuft und alle Gegenstände aufsammelt und so viele Items im Inventar hat, dass er tatsächlich einmal ausnahmsweise 26 hat. Da muss er sich schon ganz schön für anstrengen. Aber es ist halt möglich. Und da haben unsere Köpfe erstmal richtig geraucht. Wir konnten auch keins von den Items mehr wirklich wegrationalisieren. Und haben uns dann dafür entschlossen, und das finde ich besonders lustig und freue mich auch sehr darüber. Und jetzt kann ich es euch mal verraten, weil es ist quasi so eine Art Easter Egg und auch tatsächlich ein Achievement, wenn man nämlich es schafft, 26 Inventargegenstände gleichzeitig ins Inventar zu bekommen, kriegt man ein schönes Achievement. Okay. Viel Spaß beim Sammeln. Das schafft nicht jeder. Wir haben jetzt ja doch schon ganz schön viel. Das schaffen wir. Klopf, klopf. Was bist du denn für einer? Ich bin Rufus. Man nennt mich Rufus. Ich heiße Crane, aber alle hier nennen mich nur den Dichter. Wer nennt dich so? Ich höre das zum ersten Mal. Wahrscheinlich verkehrst du in den falschen Kreisen. Wenn du damit die Kreise außerhalb deines Egos meinst, dann ja. Die meine ich. Deine Wohnung kommt mir sehr spartanisch vor. Ich habe alles, was ich brauche. Außer einem Innenausstatter. Yep. Kennst du Captain Seagull? Du meinst den Idioten, der in der Villa über mir wohnt? Hör auf mit dem! Pass auf, was du sagst. Seagull ist mein Vater. Tja, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Na. Aber du musst schon zugeben, dass Captain Seagull einen lässigen Lebensstil hat. Alles materieller Schnickschnack. Ich brauche nichts von dem Zeug, das er hat. Wie war das gleich? Du brauchst nichts von dem, was Captain Seagull braucht? So ist es. Kann ich mir ein paar von deinen Sachen ausborgen? Nein. Wenn du jemanden suchst, der zu viel Krams hat, dann geh zu Seagull. Ich habe ausschließlich Sachen, die ich wirklich brauche. Du bist echt eine arme Sau. Aber reich im Geist. Ist doch dasselbe. Der Organon plant, Deponia zu sprengen. Ha! Typisch! Die da oben machen doch, was sie wollen. Hast du mir zugehört? Sie wollen Deponia sprengen. Niemand wird das überleben. Willst du nicht irgendwas dagegen unternehmen? Aber doch! Ich werde ein zynisches Gedicht schreiben. Ich nenne es... Sie halten sich für etwas Besseres. Und dieses Gedicht soll dann die Massen zum Widerstand aufwiegeln? Aber nicht doch. Die Massen sind viel zu blöd für meine intellektuellen Höhenflüge. Okay. Gut, dann mach's halten gut. Wir dir genau. Halt die Lass mich allein. Zettel unter die Nase. Was ist das? Eine Nachricht von Captain Hochwohlgeboren? Die kannst du gerne behalten. Ich brauche nichts von dem Zeug, das er hat. Na, dann dürfte dich diese Nachricht umso mehr interessieren. Was? Zeig mal. Ich brauche den Faden? Verdammt. Er braucht den Faden. Ich lese es, ja. Und du hast den Faden. Ja, aber ich... Na? Ich... Brauch sowas nicht. Hör zu, er gehört dir. Worauf du einen lassen kannst. Nimm den Faden. Chaka, wir brauchen das Wasser. Hier. Ich habe hier noch ein Memo von Seagull. Oh je, mir schwant Übles. Ich brauche Wasser? Nimm es ruhig. Wenn du es haben willst, na los, bedien dich. Wir brauchen Kohle. Post von Seagull. Oh, bitte nicht. Ich brauche Kohle, also auch die Kohle. Nur zu, sie gehört dir. Habe ich mir das jetzt nur eingebildet oder war da gerade ein bisschen verschwommen? Naja, gut. Rate mal, was ich hier habe. Noch eine Memo. Bingo!
Ich brauche Brot. Tja, nein. Was auch sonst. Da geht das Brot. So, dann nehmen wir das Brot doch mit. So, und Kerzen. Hier, Schnuckelchen. Da bin ich wieder. Und diesmal... Nimm dir einfach alles, was du findest. Ich brauche absolut gar nichts mehr, außer einer stillen Minute, um mich in den Schlaf zu weinen. Ja. Wir brauchen die Kerze. Wir haben hier Füße. Wir haben... Oh, eine Urne. Hey, was machst du da? Du hast gesagt, ich kann mir alles nehmen. Aber das ist die Asche meiner Mutter. Tja, ich habe die Regel nicht gemacht. Echt mal. Okay, es ist zwar echt fies, aber... Ich habe sie lediglich etwas verbogen. Wieso verbogen? Er hat gesagt, nimm mit. Er will nichts mehr. Klopf, klopf. Du schon wieder? Ja. Du bist echt eine arme Sau. Aber reich im Geist. Ist doch dasselbe. Mach's gut. Mach's gut. Genau. Pfeh. Ich bin da mal weg. Hab ja alles. Hammer Kerl. Gestehe, das lässt mir echt keine Ruhe mit dem Kackei. Komm. Probieren wir nochmal. Oder? Nö. Nö. Nö, 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 nö. Halt. Hier bleibst du stehen, Kumpel. Hier machen wir auch eine kleine Schapeischerung. Tschaka. Und gehen direkt ins Hauptmenü, denn hier mache ich den nächsten Cut, beziehungsweise jetzt überhaupt den Cut. Und ja, dann würden wir dann beim nächsten Mal schauen, ob wir dieses blöde Ei da rausbekommen. Mir ist ja schon aufgefallen, dieses, was war das, Erdhörnchen? Ja, ist ja wie der Springer beim Schach immer so im L gehüpft. Vielleicht bringt uns das was. Weiß man noch nicht genau wie. Aber wir können uns das ja dann mal anschauen. Poki wird uns bestimmt noch ein bisschen was erzählen dazu, dass er Minigames ganz toll findet. Wie wir alle natürlich auch. Und vielleicht kriegt man dann auch raus, wie wir an das Ei kommen, was dieses blöde Vieh da auf seinem Kopf mit sich schleppt. Nun denn, würde ich sagen, vielleicht habt ihr Ideen. Wenn ja, lasst es in den Kommentaren da. Wenn nicht, könnt ihr auch noch schreiben, was euch so stört, gefällt. Oder einfach nur ein bisschen Liebe da lassen. Und ja, in dem Sinne sage ich bye bye, bis zum nächsten Mal bei Deponia.